Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in einer weiteren Folge von Back to the School, wo ich wieder darf den Dr. Joachim Mutter als meinen Gast begrüßen. Schön, dass du da bist. Danke, Joachim. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Lieber Joachim, wir hatten mal vor 3 Monaten ungefähr am Telefon ein Gespräch gehabt, wo ich dich angesprochen habe auf Glyphosat. Und ja, du hast mir am Telefon ein paar Dinge erzählt, das ich nicht wusste. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die wussten das auch nicht in der Zwischenzeit. Und ich finde, wir sollten das Thema wirklich reinbringen, heute auch in diese Sendung herein, weil dieses Glyphosat ja doch sehr stark auch in unserem Trinkwasser drin ist. Ja, du hast mir gesagt, eine französische Regierung habe ich da irgendwo noch im Kopf, hat eine Studie darüber gemacht, über dieses Round, über ein Produkt von einem Hersteller, wo viele landwirtschaftliche Produkte auch besprayen, ohne den Namen zu nennen. Und das hat ja unser Wasser auch verseucht, oder? Also man muss halt wissen, es gibt so diese glyphosathaltigen Pestizide, gibt es etwa so seit über 24 Jahren. Und da war vorher der Patentinhaber war praktisch die Firma Monsanto. Mittlerweile gibt es aber auch noch ein paar Nachmacher oder andere, also Glyphosinat zum Beispiel. Ehrlich, toller Name. Ja, das ist halt so. Und Monsanto wurde dann geschluckt von einem großen Konzern aus Deutschland, sodass die jetzt, was glyphosathaltige Pestizide weltweit den Markt mit über 90% abdecken. Und es werden, soweit ich weiß, was waren das, 700.000 Tonnen von diesem Spritzmittel weltweit pro Jahr verbraten, also praktisch gespritzt auf die Umwelt. Und es ist nicht nur so, dass es halt das Wasser verseucht, also Stichwort, gucken Sie mal, wie es in Argentinien aussieht, sind dann mindestens 50% der Trinkwässer komplett verseucht und die Leute, die da leben, eben kriegen Missbildungen oder Tumore und sterben früh und so weiter. Tatsächlich? Ja, Argentinien hat natürlich einen hohen Anteil an genmanipulierten Pflanzen wie Soja oder so oder sogar noch mehr wie USA oder mehr wie Brasilien. Und die werden natürlich alle mit diesen Spritzmitteln gespritzt, aber man braucht gar nicht so weit gehen. Erstens kommen die Produkte, also Gensoja, hier zu uns. Die werden hier in der Tiermast eingesetzt, also in Deutschland die ganzen Tiere, 80% der Tiere, die in Deutschland gemästet werden, kriegen sozusagen genmanipulierte Soja oder Raps oder so, die eben voll sind mit diesem Spritzmittel, auch unabhängig davon. Und auch die Bauern hier, die dürfen das spritzen, auch in der Schweiz, auch in Deutschland, selbst auf den Dörfern, wenn sie zum Beispiel Weizen oder Roggen oder Gerste oder sowas anbauen, ist sogar noch erlaubt, Sickage zu machen. Das heißt, kurz vor der Reife wird das nochmal gespritzt mit diesem Gift. Dann sterben diese Pflanzen, also das heißt der Weizen zum Beispiel, sofort ab. Und damit erreicht man praktisch, dass aller Weizen, der da auf dem Feld steht, gleichzeitig reif ist. Und dann kommt der Mähdrescher und hat eine höhere Ausbeute. Und das nennt sich Sickage. Und dann haben sie natürlich noch mehr von diesem Gift, also im Bier oder in Bierhefe, wo als gesund verkauft wird. Oder ja, genau, Brot. Das Bier, da hat der deutsche Warentest ja einen Test, eine ja, Studie gemacht. Ja, das ist Katastrophe. Ja. Aber das ist nur in Deutschland, im deutschen Bier. Österreich, Italien, Schweiz, Frankreich ist das nicht so, weil dieses Vorgehen, die Hopfen noch zu bespreien mit Glyphosat, um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen, ist bei uns verboten. Ach so, okay. Also das ist nur im deutschen Bier und auch da nur in den großen Markt. Aber soweit ich weiß, sind doch auch 50% der Schweizer Produkte eigentlich auch betroffen. Okay. Weil so auch im Wachstumsbereich dürfen die ja glyphosathaltige Pestizide einsetzen. Und von daher kann man das nachweisen. Das Problem ist allerdings jetzt, und das wissen weder die Politiker noch viele, also praktisch die Bevölkerung gar nicht, dass das Glyphosat selber, wo jetzt die große Diskussion auch war, ob es in der EU verboten wird und so, und Deutschland dummerweise hat dann sozusagen dagegen gestimmt, das war sozusagen das Zünglein an der Waage, dass Europa das Glyphosatverbot nicht eingeführt hat, sondern die Deutschen sind im Prinzip schuld, dass es weiter bis 2023 noch weiter zugelassen ist und dann wird wieder reevaluiert. Haben wir auch so. Aber ich habe allerdings jetzt gerade gelesen, dass die Österreicher es verboten haben. Die Österreicher haben es verboten, ja. Und die EU ist nicht amüsiert. Klar, deswegen versucht man da halt diese kritischen Regierungen auch zu stürzen, sage ich mal. Also die Regierungen, die nicht mitmachen, die werden unter Beschuss gestellt, egal wie. Da gibt es dann irgendwelche Skandale. Gut, in Österreich ist wirklich ein Skandal
Netzwerk laufen, aber man hat immer Möglichkeiten, Leute, die unangenehme Entscheidungen für die Industrie oder für Mächtige dieser Welt zu machen, dass man die, auch wenn es die besten Leute sind, dass man die in einen Schlamassel reinstürzt und niedermacht. Das ist halt so. Wir hatten letzte Woche die Sendung über den Grenzwert und wir haben ja auch zum Beispiel im Wasser einen Grenzwert bei Glyphosat von 0,1 Mikrogramm pro Liter in der Schweiz in der Trinkwasserverordnung. Und die gewisse Biere, wo man ja gemessen hat, haben Werte zwischen 20 und 30 und nicht 0,1. Ja, ja, klar. Und wir hatten das auch bei Urinmessungen schon gemacht, wo wir zwischen 9 und 15 im Urin hatten. Klar, in Deutschland ist es auch so, dass selbst keine Bauern, also in Berlin haben sie Studien gemacht, dass erstens bei 99% der Bevölkerung, die mit gar nicht selber spritzen im Prinzip, Glyphosat nachweisbar ist und ein großer Teil von denen hat es eigentlich oberhalb der deutschen Trinkwasserkonzentration. Das heißt, die dürften eigentlich ihren Urin nicht mehr trinken, sagen wir so rum. Was ist denn konkret Glyphosat? Was ist denn da aber drin? Im Endeffekt, Glyphosat ist eigentlich nichts anderes wie eine Aminosäure, die ist nicht essentiell, aber die braucht man halt. Also der Körper kann das auch selber herstellen. Das ist die Aminosäure Glycin. Und die wird halt künstlich mit Phosphat, und zwar genauer gesagt 3 Phosphatatomen zusammengeklebt. Und das heißt eben Glyphosat. Und dieses Molekül wird deklariert von den Pestizidherstellern als der wirksame Stoff, der eben dann das Unkraut kaputt macht. Also als Unkrautvernichter wird es ja verkauft. Es gibt da auch gewisse Stoffwechselwege der Pflanze, Shikimate Pathway zum Beispiel, wo das dann erklärt wird, wie der da eingreift und das eben das Pflanzenwachstum zum Absterben bringt. In Wirklichkeit ist aber so, dass das Glyphosat selber, also der Wirkstoff Glyphosat, eigentlich die Pflanze gar nichts, also nicht viel macht. Also das heißt, es bringt auf jeden Fall eine Pflanze nie zum Abtöten Glyphosat. Und das bedeutet, dass die Pestizidhersteller, und das hat jetzt eben eine Studie, die 2018 publiziert worden ist, rausbekommen, dass die Pestizidhersteller da Substanzen in das sogenannte Lösemittel reinbringen, die ziemlich giftig sind, die aber nicht deklariert sind. Das heißt, die sind sozusagen als inaktive Compounds gelistet, sodass die Regierungsbehörden, die das ganze Zeug ja zulassen, das gar nicht testen, sondern sie testen das reine Glyphosat, weil es ein aktiver Compound gelistet ist. Und dann ist natürlich so, dann kommen solche Sachen raus, dass eben Bundesämter und so weiter sagen, ja, das Glyphosat, das ist nicht giftig, das lassen wir zu, es macht keinen Krebs. Andererseits Umweltbehörden, Wissenschaftler oder Greenpeace oder so, die haben dann ihre eigenen Tests gemacht und die nehmen halt das gesamte Produkt, was man so im Laden eben kaufen kann, wo halt nicht nur Glyphosat drin ist, sondern auch das Lösemittel. Und die testen das an Pflanzen, an Zellen, an Tieren und so weiter und sehen, das macht total viel Krebs, krebserregend. Und auch die WHO, also die IARC, hat es ja als potenziell krebserregend eingestuft. Übrigens, Mobilfunk ist schon 2011 als potenziell krebserregend eingestuft. Ja, also seit 8 Jahren. Ist aber so, die WHO, also diese Unterdings, hat es praktisch eingestuft. Und momentan ist es so, dass die WHO selber sagt, es gibt neue Erkenntnisse, wir müssen das mindestens hochstufen oder sogar ganz hochstufen, nämlich in Klasse 1, sicher krebserregend. Ja. Also momentan ist ein 2b eingestuft, aber dass eine Höherstufung läuft, das ist klar, das sagen die selber schon. In welche Stufe es kommt, wissen wir nicht. Aber ist das jetzt Elektrosmog oder Glyphosat? Das ist jetzt Mobilfunk. Und dass es aber hochgestuft wird, ist klar. Und dass die Wissenschaft zeigt aber, dass alle Hill-Kriterien erfüllt sind. Das sind so 3 Kriterien, die erfüllt sein müssen. Erstens, dass es biologisch plausibel ist, dass es Schäden gibt bei Zellen und Tieren und dass es eben auch Daten gibt bei Menschen, dass es schädlich ist. Wenn diese 3 Kriterien erfüllt sind, dann muss die WHO im Prinzip einen Stoff oder eine Strahlung oder irgendwas als krebserregend einstufen. Und zwar als sicher krebserregend. Das hat zu lange gedauert bei Asbest. Das hat zu lange gedauert bei Tabakrauch zum Beispiel. Und das dauert immer noch zu lange zum Thema Mobilfunk oder eben auch bei Glyphosat, weil Glyphosat müssen wir, wie gesagt, anders bewerten. Man weiß mittlerweile, dass diese Lösemittel Schwermetalle oder Halbmetalle drin haben, die hochgiftig sind, zum Beispiel Arsen. Das heißt, Pestizide, auch glyphosatfreie, können Blei, relevante, sehr hohe Mengen an Arsen, Blei, schädliche Chromformen haben,
die gar nicht deklariert sind und auch nicht getestet werden, aber die natürlich krebserregend sind und krankheits- und fruchtbarkeitsschädigend und überhaupt krank machen. Und da haben wir natürlich jetzt ein Problem, weil jetzt über 23, 24 Jahre lang praktisch weltweit Millionen von Tonnen von dem Zeug versprüht worden ist. Glyphosat selber wird sich abbauen, also die Mikroorganismen können das abbauen, sodass es dann irgendwann weg wäre. Wie lange geht's? Also es geht halt ein paar Jahre, je nachdem, wie der Boden mikrobiologisch aussieht. Also wenn ein Boden sehr gesund ist, aber das gibt, na gut, die konventionellen Böden sind ja nicht mehr gesund, dann geht es schneller. Aber wenn Sie jetzt halt einen ungesunden Boden haben oder so diese Schwemmmischtanlagen, wo es gibt, wo es eben keine Humusbildung mehr gibt, wo viele Bauern haben, da geht es halt länger leider. Auch diese Zusatzstoffe wie das Arsen? Nee, das Arsen lässt sich nicht abbauen. Das geht nicht. Also das haben wir im Kreislauf? Das ist nicht nur im Kreislauf, sondern das reichert sich immer mehr an, praktisch im Boden und dann in der Pflanze und auch im Trinkwasser. Und dann natürlich auch in den Tieren. Man muss wissen, die Giftstoffe, die wir heutzutage mit unserer Ernährungsweise essen, 90% der Giftstoffe kommen nicht über die Pflanze, die jetzt sozusagen gespritzt wird, sondern über tierische Produkte, also Milch, Fleisch, Eier, tierisches Fett, Butter und so weiter. Also die WHO hat da einen Grenzwert festgelegt, habe ich gelesen, nämlich über 0,5 Mikrogramm pro Liter soll krebserregend sein vom Glyphosat. Mhm. Du machst Falten im Gesicht, habe ich was Falsches gelesen? Glyphosat, wie gesagt, selber ist eigentlich gar nicht krebserregend. Ja, sondern Zusatzstoff. Schon die Zusatzstoffe und da weiß man ganz genau, dass Arsen Krebs macht. Das ist als krebserregend eingestuft. Mhm. Und es gilt zumindest mal nach der amerikanischen Behörde für toxische Bewertung von Beurteilung. Die machen das alle 2 Jahre sozusagen von der Bundesregierung der USA. Da steht sozusagen Arsen an erster Stelle von den giftigsten und relevantesten Umweltgiften überhaupt. Und Platz 2 ist Blei und Platz 3 ist Quecksilber. Das heißt, da haben wir 3 Metalle bzw. Halbmetalle, die die höchste Priorität haben. Da ist Glyphosat weit abgeschlagen. Selbst Formaldehyd oder Aluminium ist mit Rang 240 oder 273 weit abgeschlagen in dieser Rangliste der schädlichsten Gifte, die immer bewerten. Und Arsen ist natürlich ein großes Problem. Und je mehr sie halt auf so ein Feld sprühen, desto mehr haben sie drin. Das ist die eine Geschichte. Das heißt, wenn Sie jetzt auch umstellen, irgendeinen so Acker, der 20 Jahre lang voll verspritzt worden ist, und Sie machen die Umstellung auf Bio und haben dann vielleicht, je nach dem Anbauverband, haben Sie nach 10 Jahren vielleicht den Biolandstempel oder die Knospe oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, wie lange dann praktisch in Umstellungsphase ist. Dann hat der Boden aber immer noch Arsen und diese Bio-Apfel hat halt dummerweise dann auch noch Arsen. Also da kann trotzdem auch Gesundheitsschäden sein. Das sehen wir zum Beispiel bei Kakao momentan. Bei Kakao, gerade was in Südamerika oder Mittelamerika angebaut wird, die haben sich damals leisten können, diese Kaffeeplantagen, die sie da viel hatten, mit Kunstdünger zu düngen, also Kunstdünger, der wird hergestellt aus Luft im Bosch-Verfahren. Der meiste Kunstdünger, der hergestellt wird weltweit, wird in Trinidad hergestellt. Und da ist immer Cadmium drin. Im Kunstdünger ist immer viel Cadmium drin. Das machen die einfach nicht raus, kostet zu viel. Sonst wird sich das nicht lohnen. Also Kunstdünger, und das machen viele auch hier in Deutschland, Kunstdünger hat immer viel Cadmium. Punkt. Das ist auch ein Schwermetall, oder? Richtig. Und dieses steht dann lange Rangliste 8 zum Beispiel bei dieser US-Regierung. Also das ist auch bedeutsam. Und das ist halt so, dass diese Böden immer mehr voll waren oder sind mit Cadmium. Und jetzt haben irgendwelche Ökolandbauer gesagt, wir machen jetzt da eine tolle Kakaoplantage hin. Und das als zertifiziert bio und fair und so weiter ist natürlich auch nett. Ist wirklich auch die Lösung meiner Meinung nach, dass man wirklich auch Pflanzen nicht mehr spritzt mit Gift und nicht kunstdüngt. Und dass wirklich die Produkte so gemacht werden, hätte man gleich am Anfang machen sollen. Leider hat man selber nicht gemacht. Und deswegen sind die Böden jetzt zum Teil voll mit Arsen, mit Cadmium und Uran und so weiter. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Auf jeden Fall, diese Kakaopflanze nimmt halt jetzt aus diesen Altlasten total viel Cadmium rein. Und wenn Sie eine Bio-Tafel Schokolade kaufen, ist extrem viel Cadmium drin. Und zwar zu viel. Und deswegen rate ich ab vor Cadmium, vor Kakao. Nicht nur aber deswegen, sondern weil Kakao eigentlich auch blödes Fett enthält und auch viel Oxalsäure, was auch nicht gesund ist, und dann noch ziemlich viel Kupfer und Nickel, was auch nicht gesund ist. Also von daher ist Kakao jetzt kein, also höchstens mal so als mal am Weihnachten oder so, aber nicht dauernd eben, wie es manche machen. Aber das ist jetzt das Thema Cadmium und also mit nochmal zum Thema Glyphosat. Also im Endeffekt die Lösung, um das Rad noch rumzudrehen, wäre sofort absolut
null mehr zu produzieren und null mehr auszubringen, und zwar weltweit. Das heißt, weltweites Stopp von diesen Pestiziden, um ökologisch diese Katastrophe aufzuhalten, wäre auch ein hundertprozentiger ökologischer Landbau. Man darf keine konventionelle Landwirtschaft mehr machen, das geht einfach nicht. Da würde ich auch gar keine Übergangszeit machen. Das muss von heute auf morgen eigentlich laufen, weil bei uns brennt es auf dem Planet. Und es ist wirklich so, dass Wissenschaftler sagen, wir wissen nicht, ob die Menschheit noch in den nächsten 50 Jahren da ist. Und da sind ihre Kinder und meine Kinder eigentlich noch am lebendig, sollten noch lebendig sein. Und wenn wir nicht wissen, dass die noch leben, weil da einfach die Ressourcen und alles verbraten ist, dann muss man jetzt nicht nur sagen, ja, wir warten auf die Politik, sondern wir müssen was tun. Nicht nur Klimachange, sondern, ich meine übrigens, die Klimabewegung ist nett und auch gut so, tut ein bisschen was das Bewusstsein fördern, ist schon mal eine Sache, wo die Bevölkerung, und auch jetzt in dem Fall die Schulkinder, was gemacht haben. Man muss aber wissen, dass, was die Klimaschädlichkeit betrifft, der größte Hebel bei der Ernährung steckt. Das heißt, die Erzeugung von Nahrung und der Konsum der Nahrung, der hat bei weitem den größten Einfluss auf schädliche Klimagase wie alles andere. Das ist praktisch Flugzeug und Heizungen und Autoverkehr. Das ist absolut Pillepalle dagegen. Mhm. Und vielleicht noch ein Wort zur Elektromobilität. Absolute Sackgasse. Elektroautos, wenn sie keine hundertprozentig ökologische Stromerzeugung haben, sind Elektroautos eigentlich noch klimaschädlicher wie die Dieselautos oder Benziner. Weil jetzt die Situation in Deutschland, der meiste Strom kommt aus Braunkohle, aus fossilen Energieträgern und nicht ökologisch. Und wenn Sie jetzt auf Elektromobilität umstellen, dann haben Sie es aus der Steckdose. Aber durch das, dass Sie so teilen müssen, ist ein Wahnsinns-Wirkungsgradsverlust. Das heißt, Sie verbraten pro Elektromobilität mehr Energie, als wenn Sie mit dem Original Diesel rumfahren. Und die Herstellung der Batterie haben wir noch gar nicht diskutiert. Mit Batterie und mit dem Sozialen und was da in Kongo abläuft, das möchte ich noch gar nicht sagen. Das ist ein eigenes Thema. Was noch dazu kommt, ist, dass diese Elektroautos eigentlich total unsicher sind. Und zwar insofern, wenn es da mal einen Unfall gibt, diese Batterien, die werden extrem heiß, aber vor kurzem wieder ein Unfall in Bayern, und da hat die Feuerwehr 3 Tage gebraucht, bis der Wagen gelöscht war, der explodiert war und gebrannt hat. Und zwar unter Wasser. Die haben den unter Wasser gestellt. Die haben 3 Tage gebraucht. Die Dinger werden heiß und explodieren. Das ist extrem gefährlich, einerseits. Zweitens, und das gibt es immer wieder auf deutschen Autobahnen, wenn irgendwas ist, und auf der Seite, wo auch die Leute wegspringen müssen, das ist hochgefährlich, wenn so ein Ding brennt. Wenn sie noch aus dem Auto rauskommen, dann müssen sie raus, weil das Ding explodiert, da darf es niemand mehr in der Nähe sein. Ne? Wenn so ein Tesla mal wieder zwischendurch explodiert. Das Zweite ist, ja, jetzt mal, wie jetzt letztes Jahr in Chicago, da haben sie halt mal minus 30, minus 40 Grad und laufen die Dinger gar nicht mehr. Ja, die bleiben einfach stehen. Ja, ich warte auf die deutschen Autobahnen, wenn der Stau ist und wenn der Stau aufgelöst ist, wie viel fahren dann noch ab? Keine Ahnung, aber sagen wir so, es gibt viel bessere Lösungen. Also die Lösung wiederum wäre das, die Wasser, es braucht nicht die Brennstoffzelle sein, es gibt dieses Brownsgas, also das heißt, Wasser hat extrem viel Energie, dreimal mehr Energie sozusagen wie Benzin. Mhm. Und wenn man das sinnvoll löst, und da gibt es Lösungen schon, wie zum Beispiel in Australien dieses Brownsgas-Auto oder diese Wasserautos, auch in den USA gibt es auch Patente, da dieser Brown, der ist ja praktisch mit 1 Liter Wasser 1600 Kilometer im Auto gefahren und hinten am Auspuff kommt Wasser raus. Mhm. Klar, da hat natürlich die Ölländer haben kein Interesse, bla bla bla, aber schlussendlich, das ist das, was der Bürger will ja das haben. Der will ja nicht ein Ölauto, der hat aber keine Alternative momentan. Klar, ja. Und Elektroauto weiß nicht, ob er das will. Mhm. Gehen wir noch mal ganz kurz die letzten Minuten zurück zum Glyphosat. Wo können wir eigentlich einen Beitrag dazu leisten, dass wir uns weniger belasten mit Glyphosat? Was ist zu tun? Wenn man die Ursache, also ich meine, diese Nahrung ist ja auch eine der Hauptursachen für Krankheiten. Und wenn man die Ursache kennt, dann hat man meistens auch den Lösungsweg dazu. Gut. Wenn Sie wissen, dass Sie einen Plan haben, oder wenn Sie wissen, wo der Feind ist, dann wissen Sie, okay, da müssen Sie hinschießen. Da haben Sie die Lösung. Und jetzt in dem Fall ist, jeder Einzelne sollte wirklich zu 100% nur noch ökologisch angebaute Produkte essen. Also Demeter-Qualität am liebsten. Und weil es ja in Drittweltländern oder in Zweitweltländern oftmals so ist, dass die viel mehr gespritzt haben wie wir, weil da die Umweltstandards schlechter sind. Stichwort Indien, Pakistan, China, wo praktisch die größten, auch für Superfoods oder Chlorella oder für Smoothie-Pulver, für Bioprodukte, Leinsamen und so weiter, praktisch Marktführer sind mittlerweile. Da muss ich sagen, okay, Bio ist okay, aber gucken Sie, dass es regional angebaut ist oder zumindest mal europäisch. Also in der Schweiz haben Sie
ja noch mehr Förderung des Biolandbaus wie in Deutschland, muss man sagen. Die prozentuale Abdeckung ist viel höher in der Schweiz wie in Deutschland, muss ich sagen. Gratulation für die Schweiz, genauso wie in Österreich, ist auch gut. Besser, sage ich mal zumindest. Und von daher rate ich einfach dem Schweizer Bürger, wenn sie halt in den Coop gehen, dann kaufen sie wenigstens die Bio-Sachen, aber wenn es geht, nicht in Plastik eingepackt, das wird ein anderes Problem. Oder gehen Sie lokal zu Ihrem Bio-Bauern. Wir drehen uns im Kreis. Ja, doch, aber man, also suchen oder wenn es, ich meine, das wird jetzt kommen. Ich meine, in Deutschland, Alnatura hat schon Abwiegeding, wo man seine eigenen Papiertüten oder Jutetüten mitbringt, wo man das Zeug abwiegt, wo es keinen Plastikabfall mehr gibt. Das wird sicher in der Schweiz auch geben. Und da ist der Bürger und der Verbraucher im Prinzip gefragt, weil der hat die Macht. Der Kunde ist König im Endeffekt. Und wenn das eine Masse hat und die wollen das, dann wird das gemacht. Und da kann der einzelne Bürger eingreifen. Und beim nächsten ist natürlich bei den Wahlen. Immerhin sind gerade die Schweiz ist noch viel mehr demokratisch wie Deutschland. Da gibt es sogar noch Volksbegehren und so weiter. Also das heißt eine direkte Demokratie, was meiner Meinung nach politisches Bestes-System ist noch. Wobei viele Kräfte wollen das ja abschaffen in der Schweiz. Aber momentan ist das noch die beste Dings und das ist auch ein Grund, warum die Schweiz noch nicht bei der EU ist, was nicht so schlecht ist, weil sonst wären sie auch runtergebügelt worden und so weiter. Wären auch in der Schuldenfalle drin, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall wählen Sie die Parteien, die Ihnen auch zusichern, wenn Sie an die Regierung kommen, dass Sie eben auf Ökologie, auf ökologische Nahrung, auf sauberes Wasser, nicht vergiftetes Wasser, auf das, dass das gefördert wird, dass Sie das wirklich bekommen für Ihre Zukunft, für Ihre Kinder, für Ihre Kindeskinder, für Ihre Tiere, für Ihre Pflanzen, die Sie im Garten haben. Weil es geht allen besser, wenn man keine Gifte hat. Mhm. Ja. Ich habe es mir aufgeschrieben, wir müssen noch über das Thema Plastik reden. Ja. Das müssen wir leider machen, ja, weil das, man weiß, wenn man was packt man mal einen Menschen in Plastik rein, wie lange lebt er und wie geht es am Fleisch verpackt oder dem Käse so verpackt. Das gibt schon sehr viele Informationen dazu und das möchte ich dann auch mal mit dir besprechen, sehr gerne sogar. Also lieber Joachim, danke, dass du uns durch diese Sendungen quälst. Es ist ja nicht unbedingt schön, immer alles so zu hören, aber wegzuschauen ist keine Lösung. Wir müssen hinschauen und dazu bist du wirklich ein toller Sprachrohr und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du die Zeit gefunden hast, uns ein bisschen Aufklärung zu schenken. Liebe Damen und Herren am Bildschirm, ich hoffe, Ihnen hat diese Sendung ebenfalls etwas gebracht, auch wenn es uns ein bisschen verunsichert. Aber zumindest wollen wir Sie anregen, mit dieser Sendung wieder einen weiteren Gedanken zuzulassen, sich zu hinterfragen, was wirklich gut ist für Ihre Gesundheit. Vielleicht doch die Nahrungsmittel zu wählen aus einem Demeterhof, aus ökologisch hochwertiger Herstellung, vielleicht direkt vom Bauern, wo Sie vielleicht auch sehen, wie er es herstellt und einfach da vielleicht ein bisschen den Großhandel auch ein bisschen zu hinterfragen. Ist immer alles gut, was daherkommt oder woher kommt es? Ist es regional? Kommt es aus dem Ausland? Und wie wir gehört haben, was ist da wirklich alles drin, was wir denken, was wir essen oder eben noch belastet ist? In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Heute in einer Woche geht es weiter. Auf Wiedersehen miteinander.